Jo, hier ist für Omni. Um, Diesmal mit den T3-Büchern. Wir machen einmal voll. Ich bin zu neurotisch, um das irgendwie nur stehen zu lassen. 3 sieht schon wieder wesentlich besser aus als T2. Das heißt, hier kommen ein paar äh, Brecher rein, wo man wirklich mal richtig, richtig, richtig gute Sachen bekommt. Also legen wir direkt mal los mit dem, ich glaube, Buch der Zyklen, wenn ich mich nicht irre. Jawohl, da haben wir eine Druide-Zyklus, T4-Einheit, Unterstützungseinheit. Äh, ja, Unterstützungseinheiten sind dann immer so eine Sache. Aber wir haben einen Zyklus ähm, Ende. Das heißt, wir können äh, direkt eine Einheit töten, wenn wir Glück haben. Und wir haben Zyklus Neustarten. Da können wir auch Einheit wiederbeleben, was extrem stark ist. Oder 77 heilen. Von daher natürlich die stärkste T ähm, Unterstützungseinheit, weil also sie ist ja auch T4. Gibt es nichts anderes. Zyklus der Jahreszeiten benutze ich gar nicht. Da kriegt man irgendwelche Effekte in einem eigenen Gebiet. Bringt mir nichts. Also könnt ihr euch selber durchlesen. Finde ich immer sehr schwach. Gesundheit zerstreuen. Ja, kriegt 30 Verderbnisschaden, einmal Verwesung und alle drumherum kriegen Heilung. Ist okay. Abschiedsgeschenke heilen alle. Also bis zum Kampf. Denn des Kampfes halt alle anderen verbündeten im Umkreis von zwei unten Feldern, wenn sie sterben, für VP will man natürlich vermeiden, man will nichts sterben lassen, außer es sind irgendwelche beschworenen Einheiten, dann ist es okay. Und Projektile der Verwesung geht auf sowohl Magier als auch Fernkampfeinheiten. Dadurch ein extrem starker, äh, ein, starker Einheitenverzauberung und ein absolutes Must-Have, wenn er auf Fernkampfplänkler oder Kampfmagier ja, oder Unterstützungseinheiten geht, wenn er sowas macht. Und ihr habt Welke der Verwesung, ihr könnt also Verwesung auch als Held hinzufügen. Was, ne, haben wir ja schon mal besprochen. Heilung äh, negiert uns, 10 pro Nummer. Druid ist schon sehr cool. Kann man auf jeden Fall mitnehmen. Aber eigentlich geht es hauptsächlich um diese Fähigkeit hier. Projektile Verwesung ist das, was sie einfach mitnehmen müssen. Deswegen ist das Buch sehr stark, obwohl es sonst okay ist. Ne? Also, ja. Ich so gucke, so, das ist schon das Wichtigste das ist aber auch extrem stark, weil ihr halt Verwesung hinzufügen könnt und noch mehr Schaden habt und äh, alles buffen könnt. Aber ja, insgesamt ein Okay-Buch. Ja, packen wir hin. Ja, B, ne? Hat das ist ganz gut. Aber jetzt nicht überragend. Ähm, gucken wir mal weiter. Das ist irgendein äh, Chaosbuch. Müssen wir mal schauen. Ah ja, natürlich doch. Verwüstung. Ja, sehr stark. Einfach, wir haben Kriegsbrut. Eine T4-Schockeinheit. Massiv stark. Wird auch gebufft in eure Kulturtransformationen. Deswegen natürlich nochmal stärker. Massiv stark. Hat sehr viel HP. Ähm, und hat auch noch einen AOE-Effekt. Generell wisst ihr ja, was ich zu Schockeinheiten sage. Da müsst ihr immer gut drum spielen. Irgendwo eine AOE-Fähigkeit mit reinsetzen am besten. Aber zumindest habt ihr hier ein sehr beefy, starkes Viech, weil auch durch alle Buffs auch von euch gebufft wird. Und wir haben die Flammenstoßwaffen extrem stark, plus 20% Chance auf kritischen Treffer. Denkt an die Handwerkskünste, wo ihr 30% macht, dann habt ihr nochmal 20%, das ist nicht. Da könnt ihr halt wirklich, also gerade im Barbaren, natürlich konstant eure Kulturfähigkeit ballern. Wenn ihr dann halt auf Schockeinheiten -Schock spielt und so weiter. Ne? Das ist ja bei der anderen, bei dem Kunstwerk, war nochmal Handwerkerwaffen oder was ist, ähm, genauso habt ihr auch nur die, die Einheiten, die ihr gebufft werden. Aber wichtig ist das hier. Wenn er was tötet, gibt es 20 Schaden an alle feindlichen Einheiten drumherum. Mega gut. Kann man uns schreiben. Ist wirklich eine wichtige Fähigkeit, wenn man auf Nahkämpfer geht. Oder Plänkler, die Nahkampfangriffe machen. Aber obwohl das Töten tatsächlich und diese Kritzer halt immer gehen. Das heißt, ihr habt ja nicht mit Nahkampf irgendwas. Das ist auch Plänkler, die im Fernkampfangriff was töten, kriegen diese Effekte. Von daher extrem, extrem stark. Sehr gute Einheitenverzauberung. Das die Lunde Hunde los, ist auch eine sehr gute Sache. Wenn ihr wirklich mal extra extra Beefboard, einfach sechs Kriegshunde-Einheiten dazu im Belagerungsprojekt, ist sehr cool. Fokus der Verwüstung, ja, es ist jetzt okay, es ist nicht so super, muss ich sagen. Es hat für Kampfeinheiten und Unterstützungseinheiten so eine Fähigkeit. Ja, nichts Besonderes. Zerstrümmerer, Hindernisse gehen kaputt und Verteidigungsmodi wird aufgehoben. Wen interessiert es? Verwüstungskugel bauen ist auch ein Belangungsprojekt. Das heißt, wir haben jetzt zwei Es Gibt acht Befestigungsschaden, dadurch schon mal ganz cool. Und ihr kriegt halt zwei Verwüsterkugeln, die halt sich auch in die Luft jagen können und dann drumherum Schaden machen. Das ist auch ganz cool. Und ihr kriegt halt als Helden, das ist auch ganz stark, die gleiche Fähigkeit mit 20% Tritt und 20% Feuerschaden. Das könnt ihr dann auch auf Fernkämpfe machen. Auch eure Fernkampf-Einheiten werden das bekommen. Von daher schon ein sehr cooles Rundumpaket. Wenn jetzt Fokus der Verwüstung noch geiler wäre, glaube ich, wäre es schon S. Aber einfach eine sehr gute Utility hat, eine sehr gute Einheit, wenn man darauf spielt. Natürlich nur sehr guter Buff, den man absolut braucht, wenn man nachher im Late Game irgendwie richtig reinhauen will. Und man kann seine Helden auch massiv buffen, was schon sehr, sehr cool ist. Aber wie gesagt, er wird bis zurückgehalten durch Fokus der Verwüstung. Höchster Kugel ins Kurve 8, Befestigungsschaden. das ist halt auch situativ, aber nicht schlecht. Ja, ich würde es in A reinsetzen, einfach schon wegen der Fähigkeit. Wie gesagt, um S zu sein, müsste da einfach noch mehr sein. Ich habe immer ein bisschen Kleinkarriere, glaube ich, auch bin, komme ich mir zumindest so vor. Aber ja, ich würde es als A sagen, das rundum Rundumpaket ist nicht da. Wir haben kein besonderes Gebäude oder sonst irgendwas, was das nochmal Wasser macht. Dann gehen wir aufs Drachenbuch. Ist Buch der Drachen, Haben wir erstmal Flammenfokus, nur für Kampfmagier. gibt eine Feuerbombe, die ähm, Flächenschaden macht. Ja. Macht halt 20. Es ist nicht beeindruckend, aber ihr könnt da Blutdruck und Brennen hinzufügen, ist also in Ordnung. Und wichtig ist, ne, und denkt dran, die umgrenzen Einheiten gegen 50% des Schadens, also ziemlich schwach in dem Sinne. Kann man nebenbei mitnehmen, aber würde ich jetzt keinen, nicht darauf fokussieren, weil da gibt es bessere Buffs für Kampfmagier. Läutende Flamme heilt einfach und ihr verliert alle negativen Effekte. Und Draconia-Transformation, dann werden wir zu Drachen gegen natürliche Regeneration. Dadurch also kriegen wir pro Runde 10% der Lebensenergie, ist okay. Und kriegen drakonische Wut, durch wir bei äh, unter 60%, 30% mehr Schaden machen. ist ganz du in der Kar mitnehmen, auf jeden Fall. Weiß nicht, ob ich das als erhebliche Volkstransformation wirklich nehmen würde. Weil ich da in letzter Zeit sowieso eher mich schwer tue, was überhaupt gut ist. Ich glaube, eins richtig gut ist Gaia. Aber da kommen wir auch noch zu. Dann junger Drache, natürlich für die Evolutionsstrategie. Ihr habt es ja hoffentlich gesehen bei mir im äh, Let's Play. Guckt euch die Folgen an, ihr, äh, ihr netten Menschen. Da kriegt ihr halt verschiedene Drachen, die könnt ihr mit so einer Chaos-Natur-Ordnungskombo halt durch aufgestiegene Kriege konstant hochpushen. Habt ihr tausende Level-5-Drachen, was extrem stark ist und dann könnt ihr alles überrennen. Die Einheit in sich ist nicht stark. In meinen Augen hat es gute AP, Hat auch irgendwie eine AOE-Fähigkeit, aber ist halt so ein Kämpfer-Einheiten sind halt meistens, ja, ja sind äh, okay, ne? Also sind jetzt nicht übertrieben stark. Wir haben aber einen horst äh, Das heißt, wir kriegen dann nochmal 10 Wissen, das ganz cool ist. Einberufen pro angrenzende Farm, ja, ist okay. Aber wir kriegen halt auch Wivern-Einheiten. Das heißt, wir brauchen die nicht mehr abzugraden, also eine Evolution zu machen, sondern können die einfach so bauen. Aber auch da, ich finde, Wivern sind nicht stark. Von daher müsst ihr ja selber wissen, ob die die gut finden. Ich finde sie nicht stark. Außerdem Frostwirrn, weil er halt einfrieren kann. Und einfrieren ist halt extrem stark. Und die Feuerbombe kann die Helden lernen, finde ich jetzt auch nicht so beeindruckend. Wie gesagt, ist wieder sehr nischenhaft. Ne? Ihr müsst halt sehr oft diese Strategie spielen. Gerade Evolution wäre halt hier stark. Aber selbst das könnt ihr auch ohne Evolution spielen, indem ihr einfach nur die Drachen holt und dann aufgestiegene Krieger. Von daher ist es schon möglich, da T5-Einheiten draus zu ballern. Die Transformation finde ich okay. Und der Drachenangriff ist ein Es gibt auch keinen Belagerungsschaden. Aber die kriegen halt viel Schaden dazu, von daher ist es okay. Ja. Weiß nicht, B. Also es ist in Ordnung, weil man halt da mit diesen jungen Drachen schon ordentlich abgehen kann, wenn man das gescheit macht. Bin aber auch Ja, nee, C ist jetzt übertrieben, glaube ich. Wir haben ja schon immerhin... Eine Verzauberung, die zwar nicht so nützlich ist, aber wir haben Transformation, Verzauberung, ein gutes Gebäude und eine starke Einheit, die man durchaus nutzen kann. Von daher passt das. Dann haben wir Pandemonium. Sehr gut, wenn man auf Kampfmagie spielt. Da kann man nämlich hier zufällige Status Effekte hinzufügen. Das kann auch Tollheit sein oder sonst was. Richtig cool. Äh, kann ich nur empfehlen, wenn er wirklich auf Kampfmagie spielt. Nicht Necromant unbedingt, aber Kampfmagie an sich. Kann man das auf jeden Fall sehr gut hinzufügen. Eine coole Sache. Massenhistorie, dann kriegen wir zufällige neg negative Statuseffekte und jetzt kommt Gefäßes Chaos. Ihr kriegt 10 Schaden, bis zu 30 Schaden für jeden negativen Staatseffekt. Kombiniert sich hier natürlich super cool. In generell kriegt ihr sehr viele negative Effekte drauf. Von daher sehr starke Gering, sehr starke, also wirklich betonen, sehr starke geringfügige Volkstransformation. Weil es einfach ohne, dass ihr wirklich drauf geht, kriegt ihr immer irgendwelche Debuffs auf die Einheiten geballert. Und dann habt ihr nachher wirklich ordentlich Schaden dazu. Das darf man nicht unterstützen. Und dann haben wir einen Weltzauber, ja, verliert eine Grenzprovinz, die Bevölkerung geht verloren, bringt in Landprovinz ein Banditenlager hervor. Eigentlich nicht ganz lustig, habe ich noch nie in meinem Leben benutzt, aber theoretisch glaube ich gerade im Fernkampf, äh, im Multiplayer glaube ich ziemlich ätzend. Ja, kann man mitnehmen. Und den Chaos-Schlinger kann man auch gut spielen als Kampfmage. Ist allerdings ruhig zu genießen, denn die Reichweite ist nur bei 3. Also sehr, sehr gering. Aber dafür macht er immer noch äh, mehr Schaden hier zufällig, welche Channel-Typ. Und immer negative Starseffekte zu, was natürlich ganz gut zu den anderen Sachen passt. Und er kann Chaos verbrauchen. Das heißt, er nimmt alle angrenzende Finance-Visier. Nimmt alle negativen status auf und kriegt dann, ähm, erstmal saufi Schaden. Hoch Effekt, also 12. Und Lebensraub. Die Standard-Eingriffe heilen um 10 temporäre Trefferpunkte, weil das ein bisschen komisch ist. Ich glaube, er heilt sich dadurch. Falsch formuliert? Oder hat er danach für immer Lebensraub? Das ist ein bisschen komisch formuliert, glaube ich. Ist gut, aber ähm, da gibt's, ja wohl, ne, es, wir haben nicht so viele Kampfeinheiten, Kampf mage einheiten auf T4, von daher ist er schon eigentlich eine sehr gute Einheit dabei. Da gibt es andere, die finde ich, also da gibt es ja diese Umwanderung, die ist auch ganz cool. Und generell, die T4-Einheiten sind nicht so stark wie T3-Einheiten äh, bei Kampfmagern. Aber, das könnt ihr natürlich auch immer anders sehen. Die sind natürlich auch viel teurer dann im Abgieb, ist ja klar. Und dann mal wir Chaos-Magie, also auch wieder, wir fügen Statuseffekte hinzu. Das heißt, diese Gefäße des Chaos kann natürlich richtig cool abgehen. Gerade wenn er sowas wie einen schock nimmt und dann 30% mehr Schaden. Das ist dann teilweise, habe ich auch mal irgendwie gemacht mit. Artu vom Wolfspack, Wolf mein Gott, da habe ich auch irgendwie so viel Schaden gemacht, dass ich einzeln in One hinten konnte. Sehr cool auf jeden Fall. Ist also auf jeden Fall ein sehr gutes Buch. Einfach schon durchgefäßtes Chaos. Chaosmagie, auch sehr stark. Wenn ihr auf Kampfmagie geht, sowieso ein super gutes Paket. Ich würde es, einfach weil es halt schon viel bietet, Gebäudepapier wieder aber schon bei A reinpacken. Die Chaosbücher sind in T3, finde ich sehr cool. Kann man sehr gut nutzen. Hat jeder irgendwie immer was von. Ja, dann gehen wir mal zur Ordnung über. Buch der Zuflucht. Auch ein sehr cooles Ding. Jetzt generell nimmt Ordnung jetzt sehr stark zu. Wir haben gesagt, das Volk, das einfach Statuswiderstand gibt und Geistwiderstand. <laughs> Als, Entschuldigung, geringfügige Volkstransformation, was eine ganz coole Sache ist. Kann man immer mitnehmen. Wichtiger ist sowas wie Males Hüters. Wenn ihr auf Schockeinheiten kämpft, absolutes Muss. Weil sie, wenn sie tödlichen Schaden erleiden, die Einheit noch eine Runde nicht sterben kann und nichts anwenden kann. Aber ihr könnt ihr nochmal zuhören mit eurer Schockeinheit, wenn ihr das richtig timet, könnt ihr damit so viel massiven Schaden machen, das schon brutal ist. Und ihr könnt ähm, hier Rettung benutzen, da könnt ihr auch nochmal alle Trefferpunkte heilen, wenn ihr halt dieses Mal angewandt habt. Und er äh, halt drei, die stärken wieder schon extrem kranke Kombo, Wirklich, das darf man nicht unterschätzen. Diese Kombination ist wirklich Wahnsinn. Eispitzen, ja, fügt im Kampf während eine Belagerung zwölf, ja, wieder ein Gebäude für Belagerung. Sollte nie belagert werden, sollte nicht passieren. Stadtzauber ist auch nicht, sollte nicht nötig sein. Die drei Sachen sind aber schon sehr stark gerade. Das hier ist halt eine massive Kombination. Einfach diese Fähigkeit alleine ist schon, da sind wir schon bei Tier B oder A, weil es so stark ist, einfach Einheiten unsterblich zu machen für eine Runde. Und danach gerade mit Schockeinheiten nochmal zuhauen zu können, oder fernkampf mit Fernkampfangriff. Äh, und notfalls halt sie auch noch mit Rettungen heilen zu können, ist schon extrem stark. Heiligtum ist auch sehr cool, einfach 15 Mana. Punkt. Und äh, ja, gut, dauert länger zu plündern und so, das ist jetzt nicht so wichtig, aber 15 Mana an sich, ohne dass man irgendwas erfüllen muss, ist schon sehr cool. Dann haben wir noch Weihen. Das finde ich jetzt nicht so gut. Es gibt halt irgendwie Verteidigung und Widerstand, ist natürlich nicht schlecht. Aber wieder überlegen, wie oft levelt euer Helden auf, wann könnt ihr das wirklich nutzen? Das ist halt so eine Sache, aber ihr habt nicht eine geringe Abklingzeit. Das ist das Ganze auch noch. Dieses Paket hier ist schon extrem stark. Es ist halt wieder kein S. In meinen Augen, weil dafür sind die beiden Sachen zu schwach. Aber es ist auf jeden Fall A. Dadurch, eben, dass wir diese extrem starke Kombination haben, die man nicht unterschätzen darf. würde du ein bisschen dahin hinten setzen, was auch wieder sehr speziell ist, wobei die ja auch speziell sind. Wir haben keine Einheit dabei, was ein bisschen schade ist. Wenn da noch eine Einheit dabei wäre, glaube ich, wäre es schon s, weil wenn da so eine T4-Einheit eine krasse bei wäre, wäre schon nicht, nicht ohne. Dann Buch der Unterwerfung. Da haben wir eine Einheit dabei und zwar ein Tyrannenritter, der auch von eurem Volk abhängt. Sehr cool. Schockeinheit, wenn ihr also Schockeinheiten spielen wollt, ist entweder die Brut, also die, wie heißt es nochmal, Kriegsbestie, oder hier Tyrannenritter natürlich eure Ding der Wahl. Habt einen Demoralisierenden Sturm, das heißt Kombination mit Einschüchterner Aura. Tiranritter und dem Buch hier des äh, Verdammnis verboten, T2, ist brutal, dann brecht ihr eigentlich alle Kämpfe. Das habe ich mit der Art von Wolfsback, weil ich ja schon eben erwähnt habe, oder letztes Video, ich weiß gar nicht mehr, ähm, mal gemacht. Da brecht ihr wirklich innerhalb von ein paar Runden die Kämpfe. Ihr habt, äh, rollt da so rüber und ihr fliehen alle sofort. Das ist super cool. Weil ihr kriegt dann eigentlich eine Aura, wodurch nochmal 90% Chance für minus 5 Moral trifft, wo keine T5-Einheiten, aber interessiert auch keinen in dem Sinne. Und ja, ihr seht dann da unten wieder alles betroffen von den Dingen, die auch schon von. Flammenwaffen betroffen werden und ihr kriegt halt durch dieses verdammtes noch nochmal diese grausamen Waffenwart oder was war noch nochmal genau, grausame Waffen kriegt er ja auch nochmal, da kriegt ihr ja wieder mehr Schaden gegen niedrige Moral, ihr könnt den Freundensabsauger darauf anwenden, das ist eine Kombination, die ist brutal, wenn ihr das nicht gespielt habt, macht das super, super krass, Aber das ist bei uns, ähm, ja, wenn man es hinkriegt, cool, aber habe ich noch nie geschafft, von daher, weil ich meist immer alle auf meine Kultur umsetze, weil man sonst so viel und her machen muss und ähm, ja, dauerhaft eine Gedankenkontrolle können wir ja schaffen. Und äh, bei Erfolg kriegt 60 Moral, bei Widerstand stirbt die Einheit dessen. Super krass. Ja, aber wichtig, muss so panisch sein. Ne? Also das heißt, ihr macht wieder die Kombination, dann könnt ihr die ins Panik packen, dann könnt ihr die einfach mitnehmen. Extrem stark. Auch eine wirklich gute Sache. Benutzt sie sehr selten, aber ist natürlich massiver starker Zauber, wenn ihr das gescheit macht. Also schon sehr cool. Die Kombination hier ist schon echt brutal. Wir haben kein Gebäude dabei, das ein bisschen schade ist. Aber an sich, Tyrannenritter ist eine sehr gute Einheit mit dieser Einschüchterung auch. In Kombination mit Verdammnisboden, allem was Moral runtersetzt, seid ihr ja wirklich, also wirklich krankhaft In Kombination, das ist halt die Sache. Alleine natürlich nicht so stark, aber in Kombination wirklich massiv krankhaft. Ja, deswegen auf jeden Fall, aber auch wieder S ist es nicht, weil fehlt ein Gebäude oder so was. Aber ich finde schon, wenn man das in strategischen Sinne einordnet, sind die ja alle hier irgendwo. Aber das hier halt, wenn die Kombination mit Minusmoral spielt, also das ist wirklich brutal wer das noch nie gemacht hat und das ist schon albern weil dieses Moralsystem von Age of Wonders 4 ist eh schon so ein bisschen äh, schwierig oder exploitable und damit könnte er das komplett auseinanderziehen komplett auseinanderreißen ja, Astralsachen Buch der Teleportation auch cool weil Phasenbestie, noch eine Schockeinheit wir haben also drei Schockeinheiten ein bisschen bescheuert, aber gut ist halt so im Spiel drei Schockeinheiten die man hier holen kann noch mal eine spezielle Schockeinheit der Dislokation heißt also, wird sie getroffen teleportiert sie sich weg hat recht gute AP gute Verteidigungswerke und ja ein klassischer Sturm Ipal halt, kennt er, ja. Und kann sich halt teleportieren, was sehr stark ist. Also auch eine sehr, sehr gute Einheit. Dann haben wir Massenrückruf, können wir einfach zur nächsten Stadt zurück. Ja. Notfallteleportation wird das Ding wegteleportiert und 30 Geheilt. Also die eine Einheit. Ist auch okay. Dann äh, Astra Handelsposten kann ganz cool sein. Aber halt, ja, eigentlich nur wegen 15 Gold. Ihr kriegt halt massiv viel Gold, wenn ihr jetzt drei Städte habt, aber 55 schon. Das da unten ist dann eher, ja, kriegt da nochmal 6 dazu. Also habt ihr. Insgesamt 50, 55, 51, 57, 63 Gold, was natürlich schon eine ziemliche Menge ist. Ja, auch ganz cool. Und Phasenverzauberung ist eine Einheitenverzauberung auf Kampfmagier. Dadurch können die sich teleportieren, was auch eine ziemlich coole Sache ist. Gerade wenn Kampfmagier spielt, könnt ihr das recht gut nutzen. Sehr cool ist das Chronoportal, portal denn normalerweise kosten ja Teleporter was. Hier kostet es nichts und gibt uns sogar noch Mana und Wissen dazu pro angrenzende Forschungsposten. Sehr, sehr stark, wirklich extrem stark dieses, dieses Gebäude. Ich glaube mit das stärkste, was es überhaupt gibt weil es halt einfach ein Teleporter ist und noch, ähm, noch was dazu gibt. Das ist einfach Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Und es müsste nicht 10 Mana kosten hier. Und sonst könnte das ja aufheben. Also es ist schon wirklich Wahnsinn. Und wir können uns als Helden ohne Aktionspunkt auch teleportieren, was auch ganz cool ist. Also schon ein sehr gutes Buch. Nehme ich meist wegen der Bestie. Die anderen, anderen Sachen kommen dann dazu, die man ganz nett dann nehmen kann. Auch sowas wie ähm, Kampfmagier-Strategie. Da habt natürlich wieder Schockstrategie oder Kampfmeisterstrategie in meinen Augen hier drin. Aber das Portal ist halt einfach schon absolut super cool. Wenn ihr das einfach mal nebenbei aufnehmen könnt, weil ihr nicht wisst, was ihr sonst nehmen wollt, vielleicht ihr ein bisschen Astral sammeln wollt, auf jeden Fall reinhauen. Ja, würde ich auch wieder bei A anwenden. Ich finde das schon sehr cool. Ist es wirklich A oder ist es eher B? Nee, ist schon besser. Also, Herr Druide, ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie so, als wenn ich den irgendwie irgendwie was Schlechtes hinterher sage. Ach, egal. Ihr könnt mich auseinandernehmen, das ist ja vollkommen in Ordnung. Gehen wir weiter zu. Teramantie, nicht Geomantie, Entschuldigung. Der ja, absolutes Highlight ist natürlich Zermalm der Erde, der beste Zauber, den es gibt. 60% Chance direkt sterben zu lassen. Das müsst ihr mitnehmen, wenn ihr gegen Berserker spielt. Ich habe schon sau oft in verschiedenen Let's Plays gesagt, hier mit dem Drachen, wo ich so ein bisschen albern rumgequatscht habe, da ähm, es ist halt so gut gegen Berserker, es ist so gut gegen die äh, hier, wie heißt mal des Südens, wo sie unsterblich werden. Ist generell super, um einfach Einheiten bis Stufe 3 einfach komplett um, direkt zu so umzubringen. Er kann ein komplett game changer sein. Steingeist habe ich ja auch schon mal erklärt, der hat dieses äh, Reinspringen, macht 8 Schaden, kann Bewegungsunfähigkeit hinzufügen und kann danach, weil er noch einen Axt übrig lässt, auch noch Beben machen, nochmal Schaden machen. Extrem stark als Schildeinheit und ist halt einfach dann mittendrin mit 7 Rüstungen. Und die entweder die Fernkämpfer können nicht mehr schießen oder die Nahkämpfer müssen sich dran abreiben, obwohl das Viech halt sau viel aushält. Sehr gut, kann man auch einfach so als Spam benutzen, einfach immer wieder beschwören, 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 beschwören. Gerade wenn ihr auf Schildeinheiten gegangen seid, dann seid ihr, das ist so krank, wenn da Aspekt der Wuchse mit dabei hat oder sowas. Das Vieh ist halt brutal stark. Dann haben wir noch ein super gutes Ritual der Erschütterung. Immer sechs Befestigungsschaden und äh, ja werden alles zerstören an Türmen und so weiter. Er hat Schmettern ist ja gut. Das ist Terraforming habe ich tatsächlich mal benutzt, weil Berge entfernen kann mal strategisch gut sein. Habe ich im Tutorial Let's Play benutzt. Äh, ja ist eine coole Sache, aber auch natürlich sehr situativ. Er hat Stoß. Immer ein Feld 25 Schaden und werden verlangsamt. Und ja, das ist auch ganz cool. Und Bleischwere Schläge ist auch eine gute Sache, weil aber nur Nahkampfhelden kriegen nochmal einfach Schaden dazu, was immer gut ist. Und wir können Bewegungsunfähig hinzufügen. Auch ein sehr starkes Buch. Jetzt die Sache, ist es S? Nein, ist es nicht. Also soll ich es einfach S nehmen, weil der Zauber so stark ist, ey? Ich weiß auch nicht. Komm, ich nehme das jetzt einfach mal S. Ich, weiß nicht, ich fühle mich schlecht, wenn ich kein, kein Buch auf S sage. Ich, ich weiß, völliger Schwachsinn eigentlich. Aber einfach dieser Zauber allein zermalmende Erde plus den Geist, den man immer beschwören kann, der wirklich extrem stark ist, weil eine Schildeinheit ist. Ist schon sehr, sehr cool. Aber woher ist es eigentlich Arne? Egal. Ich setze ihn einfach mal wegen dem Zauber, weil er so massiv stark ist, da rein. Wenn er einfach instant killen könnte, zu so zwei, drei Einheiten pro Kampf. Das macht sehr viel aus. Das habe ich schon so oft benutzt, um brutale KI zu töten. Also muss ich es eigentlich für mich auf S setzen. Weil ich dieses Buch wirklich, ich gucke immer, okay, das muss ich nehmen. Danach kann ich wieder Strategie spielen. Das ist einfach. Also, dass ich dann wirklich sage, das ist immer anwendbar für jede einzelne Strategie. Und die kann man nebenbei nochmal mitnehmen. Es gibt ja keine Einheitenverzauberung oder sowas da drin, was ein bisschen schade macht, aber ja. Dann kommen wir jetzt zu Tod, ne? Schatten. Machen wir mal jetzt richtig. Ist ehrlich gesagt gar nicht. Aber ja, ich glaube hier, das ist Schatten, ne? Buch des kalten Dunkels. Frosting-Transformation dabei. Sehr cool. Geringe, müssen wir noch denken. Immunität gegen Gefroren, was extrem nerven kann. Äh, drei Frostwiderstand ist cool. Arktiswanderung kann man sich schnell bewegen, auch ganz gut. Ja, Universaltadung ist halt. Schneegeist-Beschwören ist cool, weil er diese Gefrierphase hat, wodurch man Gefroren hinzufügen kann und sich hin teleportieren kann. Und auch noch eine Gefrierexplosion wo man auch noch Freunde zu finden kann. Also sehr stark. Die drei Geister sind generell wirklich sehr gut. Und dann äh, kann man auch so ein Terraform machen. ja Eine Frostspitze, die ist ganz cool. Ähnlich wie beim Kryomanten. Äh, also wie hieß die da mal? schule oder sowas. Äh, plus 10 Forschung und 3 pro Angriffs Steh und Eis. Sehr, sehr cool. Würde ich auf jeden Fall auch äh, empfehlen. Und ihr könnt auch hier besuchende Einheiten erhalten bis zum Ende des nächsten Kampfs. Eisgriff. Wenn er wirklich da irgendwie hinkommt und einen zentralen Kampf vor euch habt und das hinkriegt, ist das natürlich sehr stark, weil Gefroren ist ein sehr starker Debuff und dann könnt ihr damit arbeiten. Wir haben blendende Magie. Magie, Standardangriff haben die Chance, Blenden zuzufügen. Auch sehr cool, wenn man auf Magierhelden spielt und generell äh, irgendwie so ein paar Buffs, Debuffs draufsetzen will. Ein ganz cooles Ding, Wintermarsch äh, ist auch, das ähm, alles wird in Arktisch umgewandelt. Wir kriegen dann aber auch mit äh, Eis und Schnee Mehr Nahrung und mehr Produktion, ja. Ist auch cool. Also ich finde ich find das, ich mag das sehr gerne, das Buch. Es ist halt kein Ultra-Powerhouse. Aber ich finde so, das vom thematischen her super cool. Mit diesen ganzen Terraforming-Spells. Also ganzen, diesen zwei Terraforming-Spells. Auch dieses ne Verhüllen und die Frosting-Transformation. Ich mag es sehr gern. Äh, ist aber jetzt kein übermäßig starkes, aber es ist schon gut. Ja, ich würde es irgendwo B-Plus einordnen. Eigentlich auch A- für mich als Flair rein vom, vom Stil her. Aber ich sage jetzt einfach B-Plus. Es ist halt nicht überragend stark, aber es ist vom thematischen und immersiven super cool. Wobei es halt in meinen Augen in B jetzt reinkommt, weil ich in der urtümlichen Kultur, wenn ich ein Mammut spiele, das einfach ohne dieses Buch habe. Und das ist halt ein bisschen schade. Dadurch verliert es ein bisschen an Wert, finde ich. Dann gehen wir mal zum nächsten: Das Buch der großen Verwandlung. Das ist sehr, sehr cool, kann ich schon mal sagen, weil wir haben alles, was wir eigentlich brauchen, außer dem Gebäude. Aber gehen wir einfach halt mal durch. Also, erstmal Mal eine große Transformation. Super cool. Untoter werden wir alle. Das heißt, als Nekromant muss man es halt irgendwo machen und wir haben alle Lebensraub alle alle untoten Einheiten also alle die damit betroffen sind haben Lebensraub das ist so stark dürft ihr niemals unterschätzen dann haben wir noch die übelriechenden Legion auch extrem stark zehn Trefferpunkte und schwächende Aura Wenn das natürlich auch mit könnt ihr Nikomanten mit Schockeinheit und hier in diesem Moral abziehen dann hier das draufhauen, dann macht ihr so viel Debuffs drauf wenn er dann auch irgendwie dieses Debuffs ausbeutet vom Chaos nimmt so eine brutale Kombination auch ein 10 HP sind halt immer HP sind halt immer gut muss man auch einfach sagen und ihr könnt halt noch, und das ist ja wichtig für die kommandanten. T5-Einheiten, wenn ihr die Tö nicht, äh, nicht spezifische tötet, also volksspezifisch tötet, könnt ihr den Knochendrachen erschaffen. Ist sehr selten, sag ich offen. Also ich habe selten, das Spiel so weit geht, weil wenn die, äh, das haben wir bei dem, ja, dem Drachen-Let's wo ich da ein bisschen Quatsch gelabert habe ich ja vollkommen vernichtet worden. Weil wenn man zu lange wartet und eine KI zu lang äh, Pause hat auf brutal, dann hat die einfach nur noch T5-Einheiten und dann ist es einfach schon zu spät. Äh, das war ziemlich brutal, aber es war auch vor allem hier die Schreine der. Heißen sie nochmal. Das Licht oder so, die sind ja eh total lächerlich überpowered. Äh, über aber da kommen wir später zu. Ja, ihr könnt auf jeden Fall hier Knochenrachen erschaffen. Knochenrachen an sich sind gut. Nicht überragend, aber sind gut. Und wie gesagt, die Kombination hier mit der übel Legion und Wichtgestalt ist super stark. Also wirklich, wenn da auf Schockeinheit zwischen Tyrannenritter, die den Untoten verwandelt, oder die Kriegsbrut oder sowas. Dann noch die HP dazu, Schwächenaura, erschütternde oder Angst, nee, einschüchternde Aura. Also da könnt ihr wirklich euch brutal stacken. Und hier können wir die Schwächen auch für unseren Helden holen. Finde ich sehr gut, aber auch wieder nicht S. Obwohl, ja, gut, doch, man kann ja eigentlich, das kriegt man auch extra dazu. Ist schon sehr stark, ne? Weiß nicht, ist es S? Ja, komm, wir nehmen mal S minus. Ich finde das sehr, sehr cool. Ich mag die Wichttransformation. Also einfach Lebensraub ist halt massiv stark, ne? Also das darf man niemals unterschätzen. jetzt es einfach mal ein. Ich will mal ein bisschen mehr S spielen hier, weil ich habe den letzten da, glaube ich, zu kritisch gesagt. Aber ich fand die T2-Bücher, finde ich auch einfach generell nicht so super, außer halt hier C4-Bugenschütze. Weil halt massiv stark ist. Den hätte ich auch eigentlich in S setzen können. Egal. Dann gehen wir mal zum nächsten. Das ist ja eins von den, ähm, wie heißt es nochmal? Empires and Ashes, genau. Buch des Technokraten, genau. Niederhaltendes Sperrfeuer. Ja, 20 physischen Schaden markiert. Das ist die erste Fähigkeit, wo wir endlich mal mit Räubern markieren hinzufügen können. Naja, weiß nicht, das gehört ja nicht zu Räubern. Aber er könnte auch Markieren hinzufügen. Und bewegungsfähig kann ganz cool sein. Tatsächlich die habe ich auch schon mal häufiger benutzt. Einfach bewegungsunfähig, kann extrem über overpowered sein. Ja, dann geht es natürlich vor allen Dingen hier Richtung Schildeinheiten. Aber vor allem auch Konstrukt. Ähm, cool ist halt wirklich, dass man hier Schild-Einheiten auch buffen kann. Konstrukt ist halt so eine Sache, ne? Es gibt halt nicht so viele Konstrukte, das, das lohnen würde. Was wohl cool ist hierbei, die Konstrukt-Buffs gehen natürlich auch auf sowas wie ein Panzerschiff, was ja eine mythische Einheit ist. Das heißt, auch die ähm, Konstrukte, wie der Goldene Golem zum Beispiel, der ja extrem stark ist, wird auch davon gebufft, ne? Also der wird durch diese Fähigkeit gebufft, was natürlich schon ziemlich krass ist. Aber auch nur da Ich finde, das Panzerschiff finde ich gut. Hat ähm, coole Fähigkeiten an sich. Ähm, dann hat er hat ja dieses AOE Feuer hier auch. Aber ähm, ja, doch, eigentlich schon ziemlich cool. Ich habe es ja selten benutzt, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ich muss eigentlich mal unter meine Strategie drum bauen, aber mache ich mal im nächsten Add-on erst, wenn da nochmal mehr rauskommt. Aber äh, an sich ist das eine coole Einheit, ist natürlich mythisch, deswegen können wir sie ja schwer buffen. Aber wie gesagt, wir können halt alle Sachen durch Konstruktiv buffen. Also alles, was konstrukt buffs gibt, können wir ja benutzen, was ganz cool ist. Dann haben wir ein destabilisierter Mana-Kern, Zwei Runden oder zwei Felder markiert wieder. Und nach einer Runde explodiert das hier mit wie schaden und dann werden sie gestört. Keine Einheitenverzauberung mehr. Was ganz cool ist. Allerdings, eine Runde bleiben wieder stehen. Ja, kann man machen, wenn man es strategisch baut, geht das schon. Große Bombarde gibt fünf Befestigungsschaden und baut halt eine große Bombarde dazu, die einfach einen, boah, einen dicken Zauber hat, einen dicken Artillerieangriff hat. Ich hätte mir sowas lieber als normale Einheit gewünscht. Aber gut, ist halt einfach nicht passiert. Äh, ja, und ihr könnt ja nur einen Ding dran. Nehmen also nicht mit Bolzenlader oder sowas kombinierbar und dann haben wir noch Abstimmungswerkzeug. Da können wir überladen, dadurch kriegen wir 50 Schaden. Denke ich, ich mal nicht 50 Schaden ist das, 50 Schaden? weiß ich gar nicht. Ähm, eine Chance von 30 Prozent am eine einer betäubt zu belegen ist schon ziemlich stark, aber es hat wieder eine Unterstützungseinheit. Ich bin da einfach kein Fan von. Aber ja, wenn ihr das gut kombiniert, ich muss da eigentlich meine Strategie mitspielen, spielen, äh, würde ich jetzt schon gerne gern wieder tun. Aber mache ich gleich mal zum nächsten und dann gucken wir mal, mal so eine richtig krasse Panzerschiff. Unterstützungskombo machen oder sowas. Vielleicht kriegen wir da irgendwas Gutes hin. Ähm, ist auf jeden Fall nicht schlecht, kann man nicht sagen. Pigschmiede, gibt 20 Einberufungen, ist okay. Und gibt jeweils brominen Provinz nochmal mehr Einberufung. Und äh, ja, gibt einfach einen Rang für alle Einheiten, was auch ganz cool ist. Artillerist, äh, da haben wir Artilleriesperrfeuer, kriegen wir markiert hinzugefügt. Und zu Beginn der nächsten Runde, also müsst ihr wieder gucken, dass die stehen bleiben, macht ihr dann 30 Schaden. Finde ich eigentlich ein sehr gutes Buch. Also, das ist für den Empire's and Ash schon cooler. Kann man auf jeden Fall mitarbeiten, gerade auch diese Fähigkeit hier, die ist sehr sinnvoll. Wir müssen natürlich auf Konstrukte spielen oder Schildeinheiten, sonst bringt es halt nichts, sind wir ganz ehrlich. Panzerschiff ist aber eine sehr solide Einheit, kann man sehr gut mitnehmen. Finde ich auf jeden Fall deutlich besser als das C2-Buch vom ähm, dem On Da kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Ist nicht ganz so, so nischenhaft, das geht schon auf jeden Fall ganz klar. Da würde ich einen Armer einordnen. Äh, ich finde es wirklich gut. Cool. Also im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, man kann da, glaube ich, eine ganz coole Strategie mitfahren. Wenn man das geschickt macht, gerade mit einem so kombiniert, aber Panzerschiff an sich ist, glaube ich, auch schon eine sehr starke Einheit, die man durchaus mitnehmen kann. Das ist meistens halt sehr spät kommt, aber wenn man eine gute Forschungsstrategie hat, schnell drauf geht, dann müsst ihr halt immer dran denken, jede mythische Einheit kostet halt ähm, Imperium. Und das ist das Schade, wenn das Panzerschiff jetzt, ähm, was wäre das, Kämpfereinheit von mir, das kann ja von mir jetzt eine blöde Kämpfereinheit sein, dann wäre es halt tausendmal besser. Ne? Dann wäre es schon absolut S, weil dieses Panzerschiff dann, Panzerschiff so cool wäre. Aber gut, so ist es halt. Dann kommen wir jetzt zum Umwandlung. Ja, ich habe ja gesagt, es gibt noch eine T4-Einheit, die Kampfmagier ist. Äh, also von Büchern. Es gibt noch diesen Rankentypen da vom äh, Bäumchen, vom goldenen Wahrzeichen. Aber hier, die hat Versteinern, was sehr, 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 sehr sehr gut ist. Äh, Feindliche Einheiten im Umkreis von einem Feld haben eine Chance von so und so viel betäubt zu werden. ein Feld ist also AOE extrem brutal. Ich glaube, glaub ich auch im Multiplayer wäre das wohl ultra stark. Hat wohl nur, ähm, nur physischen Schaden, in Anführungszeichen. Nicht allerdings Rüstung wechseln, Verursacht gespaltene Verteidigung und gewährt gleichzeitig einen zufälligen Verbündeten innerhalb von zwei Feldern, gestärkt Verteidigung. Was ganz cool ist. Und 95 HP für einen ähm, Kampfmagier ist gut. Reichweite ist Standard. Ja, ist auf jeden Fall sehr stark, die anderen. Die habe ich massiv unterschätzt. Immer. Ich spiele sie noch immer viel zu wenig eigentlich, weil ich sehr wenig momentan auf Materium spiele. Weil ich halt die anderen Sachen mal alle angucken will und am Anfang viel zu viel Materium gespielt habe. Aber die ist halt brutal stark. Dann haben wir Ressourcen umwandeln. Äh, Zieht schon im Besitz wann ihr Einnahmen an Mana um, wodurch die Einnahmen von Gold und so weiter in hohen des Mana Betrags bekommt. Ja, das heißt, wenn ihr gar nicht auf Mana geht, also, weiß ich nicht, wann dann ist es nützlich. Ich kann mir mal sagen, wann das nützlich ist. Das ist sehr selten in meinen Augen, aber ja. Rüstung schmelzen, ähm, AOE 20 Schaden, drei gespalte Verteidigung ist okay, kann man mitnehmen. Und jetzt kommen noch zwei coole Sachen. Erstmal eine Einheitenverzauberung, wo wieder mal Schock und so weiter gewafft wird. Und dann kriegen wir jedes Mal, wenn wir magischen Schaden bekommen, kriegen wir einen gestärkten Widerstand. Na, das haben wir schon mal gesehen. Ein Widerstand, fünfmal stapelbar und Statusschutz, wodurch wir weniger anfällig für negative Statuseffekte sind. Sehr cool, kann man mitnehmen, gerade wenn man halt vielleicht so eine Kombination mit Kampfmagier und Schildeinheit spielt. Weil es zum Beispiel den umrangten Beschützer mitnimmt, der natürlich brutal abgeht oder hier ähm, in den Erd, in den Erstelementar. Oder was ja noch kommen wird, was aber leider ja glaube ich weiter unten gegangen ist, hier dieser Adlerreiter stärkere Haut, gibt zwei Verteidigungen, was gut ist, zwei Verderbniswiderstand, was gut ist, zwei minus zwei Blitzwiderstand, finde ich ein bisschen blöd. Weiß nicht, warum man das macht, aber trotzdem sehr stark. Und wir haben Transmutation. Weg da. Transmutationskreis. Kann nach dem Baum die Effekte und ein eines magischen Materials replizieren. Was ganz cool sein kann, wenn ihr eine Sammlung vervollständigen wollt. Wenn ihr mit dem Mod spielt, den ich immer spiele, dass die magischen Materialien wirklich mehr Impact haben, dann ist das auf jeden Fall eine coole Sache. Und ihr könnt diese Rüstung, die wir ja bei den Einheiten bekommen, auch beim Helden bekommen. Finde ich auch immer ein sehr gutes Buch. Auch also diese eine ist sehr cool. Wir haben halt irgendwie für allem was dabei. Das ist schon eine sehr coole Sache. Würde ich auf jeden Fall A nehmen, vielleicht sogar S, weil diese eine ist schon brutal stark, darf man unterschätzen. Kombination mit gewissen Einheiten schon wirklich übelst krass. Ich setze hier mal ein S hinein, einfach mal, obwohl dann müsste ich eigentlich die auch reinsetzen. Nehmen wir A. Obwohl, ah, ihr wisst A. Also die beiden sind auch A. Die könnten auch S sein, ja. Dann nehmen wir einfach mal so. Hin. Kein Bock, da so darüber nachzudenken. Ihr wisst schon, was ich meine. wenn wir selber mal die Einschätzung sagen, ob das. So oder so wäre. Gut, dann gehen wir noch aufs nächste Astralbuch. Ja, verstärkte Feine, was ziemlich gut ist. Natürlich absolutes Must-Have für Fernkampfeinheiten, Strategie, Hubstana. Nicht zwei Blitzschaden, mindestens einen physischen, also nochmal ergänzend zu den ersten Büchern. Und jetzt geht's weiter. 30% des Schadens geht auf weitere Ziele innerhalb von drei Feldern. Wieder mit C4-Bogenschütze, absolut brutal, da könnt ihr alles vernichten. Rasender Fokus, auch sehr gut. Raserei als Kampfmagier, da könnt ihr auch richtig abgehen. Ist ja gestärkt. Und dann könnt ihr es ja bis zu fünfmal haben, könnt also 50% mehr Schaden machen mit Kampfmagiern. Da habe ich mal so Mana-Süchtling, Astralklingen, äh, Rasender Fokus, das ist so ein schönes Gefühl, wenn einfach nur alles explodiert. Wenn du dann natürlich nicht zaubern kannst, das war ja damals mit dem, ähm, Zauberblocker so. Das war brutal, aber sonst, ey, wie das abgegangen ist, war wirklich, war richtig unheilig, also richtig schön. Ja, das hier ist okay, 20 Wissen, 10 wir ja, Kann kaum mitnehmen. Astralblut ist eine geringfügige Transformation, da könnt ihr noch mehr auf eure Kampfmagier oder generell alle Einheiten ja gehen. Kriegt immer ein Glück, wodurch ihr noch mehr kritische Treffer macht. Also könnt ihr innerhalb von diesen Sachen mit Astralklingen und sonst irgendwas. Da könnt ihr so abgehen mit Kampfmagiern. Das ist echt brutal. Und ihr habt 30 Schaden, wenn nochmal überspringt. Ähm, ja, bis zu zweimal. Ne? Und Resonanzfelder, das ist auch sehr stark. Darf man nicht unterschätzen? 5 Mana, 5 Weltkartenzauber und Kampfzauber. Extrem stark. Ja, das kommt sogar an. Ja, ne, Krone-Portal ist noch stärker. Aber ist schon extrem stark. Also, ich in Astral, in meinen Augen, die besten Utility-Gebäude, weil sowas, das kann wirklich Game-Changer sein, wenn ich im Kampf irgendwie einen Zauber mehr äh, zaubern kann. Das kann schon wirklich brutal sein. Und ich Zauberverstärkung. Taktische sonst plus 20% Schaden. Was auch extrem stark sein kann. Mag ich sehr gern. Ich finde, das ist eigentlich so ein Ding, da kann man auch S sagen, weil es einfach. Nicht, weil es irgendwie total overpowered ist, obwohl Verstärke und schon ziemlich overpowered sind. Aber es ist halt so ein gutes Gesamtding. Wir haben zwei Einheiten Zaubern, was sehr selten ist in den höheren Rängen. Wir haben eine Transformation, die sehr gut ist. Wir haben einen coolen Schadenszauber. Wir haben Verstärkungsbildung, habe ich noch gar nichts gesagt. Station erst den Schaden verursacht, äh, das Schaden verursacht und den Schaden. Jetzt kommt deine Zauber. 50% erhöht. Habe ich auch mitgespielt. Leute, das ist, das kann man nicht verstehen, was das bedeutet. Das ist so brutal. Das heißt, der Kettenblitz würde nicht 30 machen, sondern 45 Schaden. Und ihr könnt die Dinge auch mehrmals platzieren. Und ihr könnt dann natürlich Zauberverstärkung jetzt auch nochmal verstärken. Von daher massiv stark. Also wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Buch. Ich dachte, das wäre ein schlechtes Buch, aber nee, auf jeden Fall S. Also ist wirklich ein super Allround-Paket. Alles mit dabei, jeder findet da irgendwas. Ey, wenn man nur die Rassentransformation mitnimmt oder wenn man halt äh, die Fernkämpfer bufft und so, das ist extrem stark. Dann noch Buch der Tatkraft. Ähm, absolutes Massive, wenn er auf irgendwie Tiere spielt, ist ja klar. Superwachsen dabei, finde ich sehr cool. Ähm, allerdings ist schwarm eigentlich besser, weil 20% Schaden ist besser. Aber hier wieder ne, spielt er auf Schildeinheiten ähm, wie Bastion oder sonst irgendwelche speziellen äh, Kultureinheiten. Äh, massiv stark. Ne, also, wie dieser Adlerreiter, der ja noch kommen wird. Massiv stark. Ich zehn AP, ein Gegenschlag. Hat wohl irgendwas mal raus. Ich glaube, ähm, Ansturmswiderstand ist ja weg. Finde ich ein bisschen schade, weil dafür ist es halt jetzt weniger. Aber es ist ja nur geringfügig. Ne? Also, ihr könnt da jetzt noch immer eine große, also Gaius Chosen. Oder hier Wichtgeboren, Wicht geboren, äh, könnt ihr alle noch da draufsetzen, dann könnt ihr noch mehr HP stacken mit all den anderen HP-Zaubern. Ja, Verstärkte Bästen, ähm, absolut stark, wenn ihr nur auf Tiere spielt, 20% Schaden, 10 HP und Zertrümmer, ja gut, Zertrümmer ist egal, verringerte Anzahl äh, von Einheiten in der Formation, aber 10 HP, 20% Schaden, wenn ihr auf Tiere spielt, absolut ein Must-Have, müsst ihr unbedingt euch gönnen, kann man sehr gut mit spielen, habe ich auch schon mal gespielt, kann ich nur empfehlen. Und ja, gut, Beschwörungszauber kennen wir ja. Zufälliges T3-Ding kann man halt hiermit sehr gut buffen. Und man kann auch manchmal T4-Einheiten bekommen. War, glaube ich, wie war das? War schon lange her. Habe ich irgendwann mal in der Kampagne, glaube ich, gespielt. Ähm, von Empires and Ashes oder von Dragon. Ach, egal. Ähm, auf jeden Fall, da kam schon so alle drei, vier Mal kam T4-Einheit. Du kannst ja eigentlich, wenn du einen gewissen Zeitpunkt überschritten hast, konstant das Beschwören. man kannst du ja gucken, dass du nur die T4-Einheit mitnimmst. Und dann mit verstärkte Beste kombiniert, bist du halt ein absolutes Monster. Ne? Und Beste im Fesseln macht es ja noch schlimmer. Tier oder Kavallerie, also da kann man auch mit Kavallerieeinheiten spielen, habe ich ja auch mit Artok gespielt, die ich auch schon häufiger erwähnt habe, und der 5 gestärkt, also 50% mehr Schaden, 5 äh, Verteidigung dazu und Berserkerwut, wodurch er noch, äh, gut, unkontrollierbar wird, aber schon ziemlich brutal reinhauen könnt. Tierpfleger ist halt auch, Tier- und Kavallerieeinheiten werden immun gegen Gedankenkontrolle, was sehr gut ist, und zwar Widerstand, also auch für Kavallerie-Strategie ein absolutes Must-Have. Sehr gutes Buch, fehlt so ein bisschen Einheitenverzauberung, aber ah, gut, wir haben wir ja ein verstärktes Bestie im Prinzip. Also Tierstrategie ist jetzt deswegen nicht S, weil es zu nischenhaft ist. Also man muss schon auf Tiere gehen und mit Kavallerie kann man halt hier da noch was Gutes gewinnen. Ja, kommt auch in A. Jetzt, sind irgendwie hier, jetzt bin ich zu nett gewesen, glaube ich. Habe ich zu viel in A gesetzt. <laughs> äh, weiß ich auch nicht. Eigentlich müsste ich jetzt wieder ein bisschen mehr in B setzen. Aber an sich sind es halt T3, finde ich, da ist so der Punkt erreicht. T2 gibt es ja schon sehr gute T3-Einheiten, wodurch man arbeiten kann, aber T3-Bücher geben halt sehr viele Einheiten für Zauberung und Buffs. Deswegen sind die dann nochmal stärker. Naja, fällt mir jetzt wieder zu großmütig gewesen, keine Ahnung. Es ist halt, man macht ja, will ja irgendwie was richtig machen. Aber ich fand halt, die T2-Bücher sind halt, außer eben die coolen Einheiten, die sie geben, mit die Schwächsten. Deswegen passt das, glaube ich, ganz gut. Naja, könnt ihr mal sagen, was ihr so meint. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.